Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe hier heute einen Audi A6 4F Avant, bei dem teilweise die LEDs in den äußeren Rückleuchten ausfallen. Es gibt einige, die hier eine Reparatur der Leuchten anbieten. Dazu muss die Leuchte einmal geöffnet und instand gesetzt werden. Wenn hier nicht sauber gearbeitet und die Leuchte nicht wieder ordnungsgemäß abgedichtet wird, dann dringt Feuchtigkeit ein und ihr habt nicht lange Freude daran. Aus diesem Grund habe ich mir Leuchten von einem Gebrauchtwagen besorgt, die ich heute mit euch zusammen einbauen möchte. Sollten bei euch nicht die LEDs ausgefallen sein, sondern die Glühlampe für das Rückfahrlicht bzw. das Bremslicht defekt sein, dann seid ihr hier auch richtig, denn dazu muss die Leuchte auch ausgebaut werden. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert bzw. worauf ihr achten müsst, dann bleibt dran, denn das erfahrt ihr jetzt. So, als erstes öffnen wir einmal den Kofferraumdeckel und entnehmen auf der entsprechenden Seite die Abdeckklappe aus der Seitenverkleidung. Wenn wir dann von innen in Richtung Rückleuchte schauen, sehen wir eine längliche Kunststoffmutter, welche die Rückleuchte hält. Diese müssen wir entweder mit einem Schraubendreher oder einer Zehnernuss abschrauben. Achtet hier beim Abschrauben darauf, dass euch die Mutter nicht zwischen den Blechen herunterfällt. Hier seht ihr nochmal die Mutter im ausgebauten Zustand. Als nächstes können wir schon versuchen, die Rückleuchte nach hinten aus dem Seitenteil herauszuziehen. Diese ist jetzt nur noch über zwei kleine Kugelköpfe mit dem Seitenteil verbunden. Sollte bei euch auch die Leuchte etwas straffer drin sitzen, dann nehmt euch einen Plastikkeil oder etwas Ähnliches zur Hilfe und versucht vorsichtig durch leichtes Hebeln die Leuchte herauszuziehen. Wenn ihr das geschafft habt, könnt ihr nun die Rückleuchte herausnehmen und die Steckverbindung lösen. Wer jetzt eine der beiden Glühlampen austauschen möchte, der muss nur noch den Lampenträger herausnehmen. Dazu müssen hier die drei Rastnasen betätigt werden. Wer wie ich die komplette Leuchte austauscht, der kann nun einfach wieder bei der neuen Leuchte den Stecker aufstecken. Achtet beim Einbau darauf, dass ihr hier die beiden Kugelköpfe in die entsprechenden Öffnungen einsteckt. Ebenso ist hier die Gewindestange in die Öffnung einzuführen. Beim Einsetzen ist darauf zu achten, dass die Dichtung des Kofferraumdeckels nicht eingequetscht wird. Wenn ihr die Rückleuchte eingedrückt habt, schaut noch einmal, ob diese korrekt sitzt und ob die Spaltmaße passen. Jetzt können wir von innen die Mutter wieder aufschrauben und festziehen. Nun setzen wir nur noch die Abdeckung ein und damit ist die eine Seite fertig. Auf der Fahrerseite ist der Innenausbau identisch. Nach Öffnen des Deckels ist auch hier die Kunststoffmutter zu lösen, um die Leuchte zu demontieren. Damit wären wir am Ende dieses Videos. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert auch gern kostenlos meinen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin!